Mein Opa war der Auffassung, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Und aus dieser zugegebenermaßen antiquierten Epoche stammt die sehr beliebte Aufgabe für Mechatroniker im ersten Lehrjahr: Stift. Hol mal einmal Pressluft, aber lass nichts überschwappen. Ein humorvoller Einstieg, wenn auch nicht für alle Beteiligten, in das Thema Druckluft, Membran, Bremse. Vorab eine kurze Auffrischung. Die benötigte Druckluft kommt vom Luftpresser der Zugmaschine. Über den roten Kupplungskopf kommt der Vorratsdruck und über den gelben Kopf der Steuerdruck der Bremse, der über das parklöse Sicherheitsventil, landläufig Heben und Senken genannt, zum Modulator geleitet wird. Mit dem roten Betätigungsknopf wird die Parkbremse aktiviert. Mit dem schwarzen Knopf wird die Betriebsbremse gelöst, die automatisch aktiviert wird, wenn die Luftleitungen abgekoppelt werden. Und nun zu des Pudels Kern. Dieser kleine untere Teil hier ist der Membranbremszylinder. Und um zu verdeutlichen, was sich in seinem Inneren abspielt, werfen wir gemeinsam einen Blick auf eines meiner Spätwerke. Wenn der Fahrer die Bremsung einleitet, füllt sich der Raum vor der Membran mit Druckluft, drückt die Membran runter, die Membran nimmt das Gestänge mit und das Gestänge leitet die Bremsung ein. Wenn der Fahrer von der Bremse runtergeht, wird der Raum vor der Membran wieder entlüftet und die Rückstellfeder schiebt die Membran in die Ausgangsstellung. Der längere Teil des Bremszylinders ist der sogenannte Federspeicher. Und solange in dem Raum vor der starken Feder Betriebsluftdruck anliegt, bleibt die starke Feder zusammengedrückt. Und erst wenn der Fahrer die Parkbremse aktiviert durch Ziehen des roten Knopfes, wird der Raum vor der Feder entlüftet. Die starke Feder kann expandieren. Und da die starke Feder ungleich stärker ist als die Rückstellfeder im Membranbremszylinder, kann das Gestänge des Federspeichers auf das Gestänge im Membranbremszylinder wirken. Und dann wird nicht mehr pneumatisch gebremst, sondern dauerhaft mechanisch. Und die Steuerung der Bremsvorgänge übernimmt der vorab kurz erwähnte Bremsmodulator, den wir uns in einem separaten Beitrag von KRONE TV näher zu Gemüte führen werden.